Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Ein Händler. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Mit 250 Erz, schön. Dann werden wir doch mal unsere Flügel los. 3 Kochlöffel? Achso, die haben wir den Butlern abgenommen, außerhalb des Lagers wahrscheinlich. Und die Fackeln hätten wir auch mal bei unserer Nachtwanderung benutzen können. Aber sowas fällt einem mal später ein. Das kann auch weg. Die Felle und die Zähne auch. Wir müssen noch Waffen haben. Genau. Alles weg. Nein, unser Schwert nicht. So, 111. Dann holen wir uns doch gleich mal noch 3 Dietriche, damit wir langsam anfangen können, ein paar Schlösser zu knacken. Auch wenn wir die Fähigkeit noch nicht haben. So, was hat er noch? Nix wirklich Gutes. Reis. Reisschnaps. Davon holen wir doch mal. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. 2 Stück. So, damit wir den Ball betrunken machen können. Na komm, jetzt brauche ich aber ein paar ganz normale Banditen, die ein bisschen Kraut haben wollen. Genau, ihr beiden hier. War nicht besonders schlau. Solange ich damit nichts zu tun habe. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ja, nee, wir dürfen jedem nur eingeben. Aber später haben wir ganz viel für dich. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. So, das waren jetzt 5. Oh, es sind doch gerollte Kräuter. Das wär's doch. Wir müssten herausfinden, wie man das selber produziert. Also das Kraut weiterverarbeitet. Aber das Geheimnis wird bestimmt gut gehütet. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Nee, wir wollten dich nicht weiter ausfragen. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Wo ich gerade bei der Idee war, das weiter zu verarbeiten. Das Rezept, das wir von Korkalom stehlen sollen für Dexter. Vielleicht ist das gar kein Heiltrankrezept, sondern das für das Kraut. Also, falls wir das stehlen sollten, gucken wir es auf jeden Fall uns an, bevor wir es Dexter geben. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Na gut, da haben wir momentan keine Lernpunkte über. Aber den merken wir uns mal. Lass uns lieber über was... Kann schon sein. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Ah, bisher ist hier relativ sympathisch. Also, die Jungs am Anfang waren ein bisschen irritierend. Aber die scheinen hier ja die Ausnahme zu sein. So, gehen wir mal eine Etage tiefer. Wo geht's hier runter? War nicht besonders schlau. Na, da. So, die beiden hatten schon was. Dann... Genau, euch beide. Psst! Hey, du! Wer? Ich? Genau du! Komm mal her! Willst du einen Acker kaufen? Wenn du meinst... Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg.
Ja, da kennen wir ein paar im alten Lager, die das auch ganz gerne machen. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Also, Schleichen, Schlösser öffnen und Taschendiebstahl. Schön, schön. Jetzt haben wir echt fast alle Lehrer, die wir aus dem alten Lager bisher kannten, auch hier gefunden. Das heißt, wir müssten nicht extra zurück zu Fingers, um jetzt Schlösser knacken zu lernen zum Beispiel. So, und irgendeiner beim Lagerfeuer. Nicht, dass hier überall Lagerfeuer wären. Ist ein Typ, den wir nicht ansprechen sollen. Na gut. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Bisher hat noch kein einziger gesagt, nö, danke, ich habe schon genug oder so. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Der Typ hier mit der Keule wird wohl Butch sein, so grimmig wie der da reinschaut. Und der hat auch schon Kraut, also lassen wir ihn mal in Ruhe. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. So, das müsste es aber langsam gewesen sein. Einen schwarzen Weisen haben wir noch. Aber das ist unser eigener, den hatten wir aus einem Sumpflager mitgenommen. Falls wir mal jemanden bestechen müssen. Was hier ja gang und gäbe zu sein scheint. So, du warst Baal Kagan, nicht Baal Iso irgendwas, dem wir das Sumpfkraut abnehmen sollen. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten 9 Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Wir wissen immer noch nicht, ob wir dem Sumpflager beitreten oder nicht. Aber alle Aufgaben für das Sumpflager zu erfüllen, kann ja nicht schaden. Wir müssen hier eh nochmal zurück, um das Tier abzuliefern. Also nehmen wir die Spruchrolle. Die Spruchrollen interessieren mich. Was sind das für Sprüche? Windfaust, Charme, Telekinese, Pyrokinese und Schlaf. Von diesen Sprüchen darfst du 3 wählen. Also ich glaube, Lester war das im Sumpflager, der uns gesagt hat, dass wir den Baal Kadar beeindrucken können, indem wir einen seiner Schüler einschläfern. Also nehmen wir auf jeden Fall einmal Schlaf. Eine gute Entscheidung. Wähle 3 aus. Also nehmen wir auf jeden Fall schon mal Schlaf. Mit Telekinese können wir bestimmt irgendwo was klauen. Und Charme. Falls jemand mal stinkig auf uns ist, können wir das bestimmt gut gebrauchen. Weil die aggressiveren Sachen hier, dafür haben wir unser Schwert. Das waren 3. Verwende sie weise. Was hast du eigentlich zu verkaufen? Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Haha, okay, du hast echt nur Kraut. Kein Erz zum Tauschen. Schade. Na gut. So, also hier oben gibt es noch Butch, den sollen wir mal nicht ansprechen. Theoretisch könnten wir jetzt schon wieder mit Laris sprechen, aber nee. Erstmal gehen wir in die Taverne, versuchen das Sumpfkraut von dem Baal abzuluxen. Und Mordrek das zu erzählen, dass er jemanden ins Sumpflager einschleusen soll. Hoffentlich haben wir noch Schnaps. Wir haben 160 Erz, um eventuell Neues zu kaufen. Und sonst haben wir 4 Bier. Und 2 Reisschnaps. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. wir haben eine Butlerhose an. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer, so kommst du hier nicht rein, Junge. Wie, ich sehe nicht aus wie ein Schürfer? Ich habe eine Butlerhose an und ich bin runtergekommen. Na gut, bestechen wir ihn. Was hältst du von etwas Erz als Eintrittsgeld? Wie viel Erz ist denn etwas Erz? Was denkst du über 50 Erz? Das ist ziemlich genau die Hälfte von dem, was ich als etwas Erz bezeichnen würde. Boah, ein ganz schöner Happen.
Na gut, aber die sehen so aus, als wenn sie mich ganz einfach umhauen könnten. Na gut, geben wir ihm die 100 Erz. Was hältst du von etwas Erz als Eintrittsgeld? Wie viel Erz ist denn etwas Erz? 100 Erzbrocken sollten reichen. Ein wahres Wort, du kannst reingehen. Schon haben wir noch 60 Erz. Ah, das wird der Bar sein. War nicht besonders schlau. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Wir könnten ihm jetzt verpetzen, dass er ersetzt werden soll, oder ihm anbieten, das Kraut zu verteilen. Was für einen Vorteil hätten wir davon, ihm zu sagen, dass er ersetzt werden soll? Vielleicht wird er dann stinkig und gibt den Posten hier auf? Naja. Versuchen wir ihm erstmal zu helfen. Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. So was würden wir doch nie machen. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. War das jetzt Bier oder Reisschnaps? Reisschnaps, scheiße. Hoffentlich reichen die zwei. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Manche lernen eben gar nichts dazu. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Nee, Mann, ich schaff das schon noch. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Nee, Mann, ich schaff das schon noch. Das scheint nicht zu funktionieren. Zeig mir, was du hast. Hier! Ja, hat auch noch Kraut. Na gut, setzen wir ihn ein bisschen unter Druck. Ich sag dir was, du hast ein Problem. Balkagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Was? Beim großen Schläfer. Ich muss das Zeug loswerden. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden. Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Nee. Ich gebe dir mein Wort. Gut, hier ist das Zeug. Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Ich bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Weißt du, wer hier größere Mengen abnimmt? Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. Du fühlst dich besser, wenn du deinen ganzen Besitz abgibst. Na gut. Und wir wissen ja, wo wir es loswerden können. Zumindest bei wem, nicht wo. Das ist wirklich nicht mein Problem. Für dich muss nicht gleich jeder wissen. Verlass dich auf jemanden. Der will nicht mit uns sprechen? Was mit dir? Das ist wirklich nicht mein Problem. Laris hat eine Nachricht für dich. Lass hören. Er will wissen, was im Lager der Sekte vorgeht. Er sagt, du sollst dich darum kümmern. Ich habe so ein Gefühl, als wenn sich die Sache von alleine erledigt. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Das ist wirklich nicht. Na gut, wir haben die Nacht überbracht, das soll reichen. Wie sieht's aus? War nicht besonders schlau. Wir haben Gomez mal wieder ins Essen gespuckt. Drei tote Gardisten und eine ganze Menge Zeug zum Verhökern. Darauf trinke ich. Du bist einer von den Jungs, die ständig das alte Lager überfallen. Nein, nur wenn sich eine lohnende Gelegenheit bietet. Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Balor sagt, du hättest Interesse an etwas Sumpfkraut. Du willst also handeln. Wir haben gleich zwei Pakete anzubieten. Einmal 100 Stück und einmal 40. War noch 40, oder? Lass uns handeln. Was willst du haben? An der Geschichte muss wohl doch was. Dafür kriegen wir nur 8. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Und für das Kraut 4. Ha. Nee, also bei dem anderen Händler haben wir für das Kraut allein schon 8 bekommen. Wahrscheinlich hast du recht. Da muss es irgendwie anders gehen. Aber wir können noch ein bisschen Ramsch in ihn verkaufen. Solange ich damit nichts zu tun habe, wenn wir noch Ramsch haben. Die Zaubersprüche sind ja auch gut was wert. Ja, haben wir keinen Ramsch mehr. Trotzdem nicht stecken.
Außer jetzt Beeren. So ein Kram. Brot. Na super. Das kann auch weg. Das auch. Das Fleisch behalten wir. Wenn du meinst, früher wäre das gar nicht. Oh, 37 Erz, ist besser als nichts. Gequatscht. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändert. Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Valor sagt, du hättest Interesse an etwas Sumpfkraut. Man darf auch nicht alles glauben. Du willst also handeln. Ja, das hatten wir schon. Lass uns handeln. Was willst du haben? Na gut, dann verkaufen wir ihm halt die hier zum halben Preis. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern kann. Wie viel hätten wir denn jetzt zusammen? Das wären die 400, die vereinbart waren. Ich halte mich da lieber auf. Die sollen wir einfach Laris in die Hand drücken. Ich höre nicht mehr auf das Gefühl. Na gut, das machen wir schon mal. Unser Kraut behalten wir fürs Erste. Erstmal abwarten. So. Obwohl. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, das Sumpflager zu betrügen, indem wir das Kraut verkaufen. Und wir haben die Möglichkeit, das neue Lager zu betrügen, indem wir einfach jetzt das Erz behalten und zum Sumpflager durchbrennen. Also sollten wir uns erstmal hier im neuen Lager weiter umgucken, wie es uns gefällt. Und uns dann endlich entscheiden, welchem Lager wir beitreten. Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Klugscheiße. Na gut, Diebs überall. Das passiert mir nicht nochmal. Kann schon sein. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wie läuft's denn so? Gut! Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Wenn du meinst. Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Okay, bei ihm kriegen wir Dietriche, Heiltränke und Alkohol. Na gut, nicht wirklich interessant. Schauen wir weiter. Oh, da hinten scheinen irgendwelche alchemistischen Sachen zu sein. Speichern wir mal ganz kurz ab. Und dann gucken wir da mal rein.